Morgen. Ich bin in City. Ich bin in Münster. Buckle, buckle, buckle. Ich gehe zur Stadtverwaltung. Genau. Darf ich noch eine halbe Stunde hier rumlaufen, weil ich ein bisschen zu früh bin? Hab schon ein paar Fotos gemacht. Ich liebe ja diese Stadt hier. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, Leute. Da. Baustelle. Ich war die ganze Zeit schon nicht mehr hier. Also ich bin jetzt das erste Mal nach ein paar Wochen wieder hier in Münster, in der Stadt. Und ich weiß gar nicht, ob mir... Hört ihr mich überhaupt? Oh, jetzt ist es lauter. Also, ich wollte hier vorne parken. Also so Lieferantenparkplatz sozusagen. Aber dann habe ich so eine Eingebung bekommen. Oh. Dass es hier eine Vollbaustelle. Eine Vollbaustelle gibt. Also dass es eine Baustelle hier gibt. Und das kann man ja wohl sehen. Also man könnte jetzt hier als Behinderter, ne? Könnte ich 4 Stunden kurz parken. Aber ich habe hier da vorne geparkt, wo dieser Kran steht. Und deswegen stehe ich woanders. Das zeige ich euch dann später. Wenn ich wieder von der Stadtverwaltung rauskomme, dann schneide ich das später auch zusammen, das Video hier. Ich bin ja mal so frei und gucke und hoffe, ich bin jetzt bei Karstadt hier, hoffe, dass ich das dann hinbekomme, zusammenzuschneiden und dass ihr mich hören könnt. Also, dass ihr mich gehört habt, was ich erzählt habe. Ne? Ich laufe dann mal kurz hier rum. Und hier vorne ist eigentlich die Ecke, wo früher, also vor ein paar Wochen, Monaten, Jahre, wie auch immer, ein paar Matratzen waren und sich hier immer die Obdachlosen ein kleines bisschen aufgehalten haben zum Schlafen und so. Was mich natürlich nicht gestört hat, aber Karstadt hat sie wahrscheinlich vertrieben. So. Mir ist kalt, Leute. Es ist auch dieselig, also ich meine so dieselig, nebelig, wie auch immer. Und hier, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das heißt, wo wir hier sind, aber ist egal. Auf jeden Fall sind wir in Münster, also ich bin in Münster. Ich bin hier in Münster, ne? Also mitten in der Stadt, beim Karstadt. Und dieses Gebäude da ist halbwegs neu. Ich weiß gar nicht, 2 oder 3 Jahre steht das schon. Aber ich bin ja selten hier in der Stadt.
Aber wenn ich dann hier bin, dann habe ich auch immer manchmal das richtige Gefühl, wo ich dann parken kann oder möchte. Wobei ich sagen, dass ich einmal vorhin nach nur so eine Runde gefahren bin, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht gehe ich doch noch mal gucken, ob ich da lieber parke. Aber ich habe jetzt am Domplatz geparkt, dass ich euch nachher auch noch mal zeige. Also ich gehe dann wahrscheinlich dann um den Dom oder so oder was weiß ich, keine Ahnung. Wenn ich es nicht ganz vergesse, aber ich glaube nicht. Und danach fahre ich zu Rentenversicherung, um noch ein paar Unterlagen hinzubringen, nachdem ich die Stadtverwaltung besucht habe und was geklärt habe. Ja, so sieht also mein Freitag aus. Ja. Wann ich das dann hochlade, weiß ich noch nicht, weil ich noch zwei Videos im Player habe. Also ich habe die hochgeladen und wollte, also heute ist eins rausgegangen, morgen geht es eins raus, weil ich ja auch ein bisschen vorarbeite sozusagen. Kann ich ja auch jetzt jedes Mal in einem Video sagen, dass ich ab 1.5. offline bin. Zumindest zu Hause in meiner Wohnung. Bis auf weiteres, bis halt Umzug und so weiter und so fort. Und ja, ich freue mich schon richtig drauf. Das habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt. Ich gebe es zu. Ich glaube, das tue ich jetzt hier dann Sonntag oder Montag hochladen, ganz drauf an. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Hier sind so viele Autos vorbeigefahren. Ich bin so leise, glaube ich. Ich bin so leise. Ich hätte mir ja das Mikrofon mitnehmen sollen. Können, meine ich. Egal. Ich mache dann jetzt mal dieses Video Schluss und dann filme ich später weiter. Ich habe auf dem Domplatz geparkt. Jo, Hallöchen erstmal. Und war gerade noch neben dem Marktcafé auf Toilette. Da ist der Dom. So. Jetzt gehe ich zu meinem Auto. So, Jacko ist auch mit. Jetzt fahre ich zur Rentenversicherung. So, ne? Also, was wollte ich noch sagen? Sprechen wir uns nachher weiter. Ne, gut. Erzähle ich euch nachher weiter. Auf jeden Fall, also, auf jeden Fall ist es jetzt nicht nur dieselig, es ist jetzt voll am Regnen, Leute. Es ist nicht schön. Und ich dachte, die dunklen Wolken ziehen weiter und die Sonne macht mich heiter. Aber irgendwie ist heute ein Regentag. Schade, ich habe gehört, oder ich habe zumindest hat mir jemand gesagt, es soll schöner werden. Aber irgendwie regnet es. Es regnet draußen. Ja, halb so wild. Ich melde mich später wieder. Ich wollte mich noch verabschieden von diesem einen Vlog. Also ich meine, ich werde mal schauen, ob ich das zusammenschneide, ob das alles, ob man das überhaupt gebrauchen kann. Und wollte einfach nur noch sagen, ich habe alles geschafft. Ja. Aber bei der Rentenversicherung, die Unterlagen und so, ja, die sind wohl noch nicht angekommen. Also ist immer noch in Verarbeitung, Bearbeitung. Wie auch immer, ich soll nochmal Montag anrufen und fragen, ob alles dann richtig zu den Leuten hingekommen ist auf dem Bürotischchen, wo das dann verarbeitet und bearbeitet wird und werden kann. Ansonsten darf ich nochmal hinfahren mit all den Papierzeug und das nochmal kopieren lassen. Ich habe ja sonst nichts anderes zu tun, ne? Ich hoffe, dass es dann geklappt hat. Und am Montag werde ich auch noch anrufen für die Wohnungsbesichtigung. Daumen drücken, immer noch Daumen drücken. So, dass alles klappt. So, das wollte ich nur mal gesagt haben. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen.